stellt euch einfach hier an diese Tankstelle, weil da seht ihr echt die krassesten Autos. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Aber jetzt fahre ich wieder vernünftig. Leitplank ist auch nicht so schlimm, weil da ist das Auto einfach nur Schrott. Hallo meine Lieben und willkommen vom Wörthersee mal wieder. Ich bin mal wieder hier. Letzten Monat war ich ja auch schon hier, falls ihr das gesehen habt, mit dem GTI zum GTI-Treffen. Dieses Mal bin ich aber hier zum Sportwagen-Treffen in Velden. Und ich habe auch heute den R8 dabei. Da vorne steht er. Schöne Aussicht hier übrigens. Sehr, sehr schön. Da vorne ist der See. Wir haben perfektes Wetter, ein super perfektes Wetter, um heute eine kleine Ausfahrt zu machen mit unseren Autos, beziehungsweise mit unserem Auto, und es kommen noch andere mit. Es kommen noch ein paar Freunde mit, die wir letztes Jahr hier am Wörthersee kennengelernt haben. Klaus, der packt schon seine Sachen, und mir ist gestern ein kleines Malheur passiert. Gestern ist mir nämlich mein ganzer Nagellackentferner am Koffer ausgelaufen, deswegen stinken meine ganzen Klamotten jetzt nach Alkohol. Voll geil! Wir haben ja gestern fast 900 Kilometer hinter uns gebracht und dementsprechend müssen wir das Auto jetzt erstmal waschen. Deswegen fahren wir jetzt eben schnell zur Waschanlage und dann fahren wir weiter nach Velden, treffen uns dann mit den anderen und ja, dann geht's weiter zur Nockheimstraße. Ich freue mich, ich hoffe ihr euch auch. Los geht's! Viele haben mich beim letzten Mal, wo ich hier war, gefragt, welches Hotel das hier ist. Und das ist der Gasthof Joeining. Ich kann euch da gerne mal einen Link zu unten in die Beschreibung packen. Boah, ist das warm hier drin, verdammt. Oh, erstmal die Hitze hier rauslassen. Eine Dosis Kaltstart am Morgen. Da. Ah doch, da ist direkt eine Freiheit. Perfekt, da fahren wir auch sofort rein. Direkt oder? Da rein, ja. Augen trunken, was schön. So ein Service, weißt du? Mhm. Kommt der Christoph mal vorbei und hilft mir das Auto. Ja, sehr nett. Die Wiener sind sozial. Ja. Ach, guck mal, schöner E8 hier. Mhm. Schlecht. Es gibt einen Nachteil beim R8, und zwar hast du ja zwei Heckscheiben. Du hast ja einmal hier die Scheibe für den Motorraum und dann hast du einfach nochmal hier die Heckscheibe. Und die werden halt beide auch echt dreckig. Ja, vor allen Dingen hier drunter. Da dran zu kommen, ehrlich. Sieht man ja auch im Motorraum, wie dreckig das alles ist. Also diese Waschanlage hier ist auch wirklich eigentlich so der Treffpunkt, weil hier wäscht jeder aus ganz Velden sein Auto. Und wenn ihr mal in Velden seid, zur Woche des Supercar-Meetings hier, dann stellt euch einfach hier an diese Tankstelle, weil da seht ihr echt die krassesten Autos. Oh.
können jetzt ein paar schöne Aufnahmen machen. Wetter ist super, kann man sich nicht besser wünschen. Und wir fahren jetzt zum Bockeinpass. Los geht's. Klaus, bist du bereit? Ich bin bereit. Für das ultimative Durchshaken auf der Lockalpenstraße, was du so liebst. Kotztüten angepackt. Genug Kotztüten dabei. Am ersten See angekommen, den Afritzer See. Ich zeige euch jetzt gerade noch mal, wer alles mit dabei ist. Einmal hier dieser goldene E8. Dann haben wir einen Nissan GT-R davon stehen. Mit einem Alien drauf. Dann ein 458 in einer coolen Farbe. Ist foliert, aber gefällt mir sehr gut. Ein 430 Spider. Dann noch mal ein R8 in derselben Farbe wie gerade als Cabrio. Und dann einmal den 410. Fühlst du dich wohl? Ja. Fängst du uns noch einen Fisch, damit wir gleich schon essen können? Ja, ein Zander. Zander esse ich gern. Ein bisschen Spaß muss sein, ne? Das ist mal verdammt heiß. Jetzt muss ich mal ranzoomen hier. 30 Grad genau, exakt. Die Jungs, die haben schon Gas gegeben und wir müssen jetzt schnell hinterher. Ich gebe die Kamera mal wieder an Klaus weiter. Nein, darfst du nicht. Ich fahre hier auch ein bisschen langsamer. Das ist mir doch ein bisschen zu gefährlich, weil hier geht es wirklich einfach nur 90 Grad abwärts. Cool, aber bis zum Wörthersee zurück. Aber die Strecke ist mega. Richtig geiles Wetter. Und eine geile Strecke. Ich mache nichts lieber als das. Das ist für mich der absolute Traum. Das könnte ich wirklich jeden Tag machen. Außer Essen. Ja, Essen steht über allem. Aha, wir haben sie gefunden. Ja, pack direkt neben dem Ferrari. Jo. Im gelben hier. Zack. 5 Parkplätze eingenommen, so gehört sich das. Ich park wenigstens vernünftig. Ich bin die einzige Frau hier und ich parke wenigstens vernünftig. Leute, guckt euch diese Aussicht an. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Das ist echt wunderschön. Guckt euch mal den Berg da drüben an. Und die Wolken. Ihr wisst ja, wenn ihr mein Video geguckt habt, wie ich Fotos bearbeite, dass das Wetter wie heute optimal ist, um Fotos zu machen. Denn die Wolken kann man so richtig schön dramatisch aussehen lassen. Ich mache auch gleich noch ein paar coole Bilder. Pass auf, dass du da nicht runterfällst. Nee, nee. Hey! Schönen Tag noch. Euch auch. Papa. Was sind das denn für Mördertropfen? Ciao! So, die Jungs, die verabschieden sich jetzt schon mal. Wir bleiben noch ein bisschen hier, weil wir hoffen, dass der Regen gleich nicht mehr so schlimm ist und wir noch ein paar Aufnahmen machen können. Jetzt fängt es natürlich genau an zu regnen, und zwar solche dicken Tropfen. Ach du Heilige! Ich setze mich jetzt mal schnell rein, weil sonst werde ich auch noch nass. Was zur Hölle? Was ist das für ein Mörderregen? Toll. Immer, wenn ich das Auto wasche, und das passiert selten bei mir, dann regnet's. Ja. Hast du das schlechte Wetter bestellt? Nein, ich habe mir ein Würstchen bestellt. Jetzt trauen sie sich nicht mehr Gas zu geben. Das wird jetzt gleich aber bestimmt wieder besser, oder? Was meinst du? Ich weiß nicht so genau. Also sind schon mehr Wolken jetzt da. Immer wenn wir hier sind, regnet's. Okay, wir waren erst zweimal hier. Aber es hat auch zweimal geregnet. 100% Pech. Toll. Front row kicking back old school trash like damn can't get
get enough of this more like I don't even know where I am. Ooh, baby, get hyped to the beat, let's zone, cause this is our jam. This is our jam. Oh. Ich bin ja jetzt hier mit dem Heckantrieb R8 unterwegs. Und ich dachte mir so, bei so ein paar Kurven, wo auch links und rechts Leitplanken sind, da kann man ja mal so ein bisschen probieren zu driften. Es ist nur leider ein bisschen schwierig, jetzt gescheite Außenaufnahmen hinzubekommen. Da ein wirklich, also es sind heute sehr viele Leute hier auf dem Pass unterwegs. Nicht so wie letztes Mal, wir sind ja auch nicht so spät wie letztes Mal hier. Und dann ist das doch schon ein bisschen gefährlich, weil man die Kurven nicht so einsehen kann, wenn man dann da auf die Gegenfahrbahn gerät. Deswegen habe ich es ein, zwei Mal gemacht, aber jetzt fahre ich wieder vernünftig. Ja, Leitplanke ist auch nicht so schlimm, weil da ist das Auto einfach nur Schrott. Ja, Leitplanke ist nicht so schlimm wie hier. Mal film mal hier runter. Ja, da also, ist das Auto auch Schrott. Wenn ich das hier probieren würde, wäre nicht nur das Auto Schrott, sondern auch ich. Ja, hier haben wir heute schon ein paar Sportwagen getroffen. Auch bei dem Wetter fahren sie hier. Ja, hinter uns ist jetzt noch ein GT3. Sehr schönes Auto. Lass ihn mal vorbei. Das ist der Grund, warum ich meine Autos nicht sauber mache. Ungern. Weil sie danach eh wieder dreckig werden. Das macht also keinen Sinn. Guckt euch die Schweinerei an. Ich habe den heute so lange abgeledert. So lange, ne? Alles für umsonst. Aber ja, der Klaus ist auch klitschnass. Der ist noch viel ärmer dran, weil er gerade die Außenaufnahmen machen musste im Regen. Deswegen darf er jetzt weiterfahren. Weil das war. Ich habe ein Foto gezeigt. Ich habe gewunken. Wir fahren jetzt erstmal wieder zum Hotel, weil der Klaus muss sich jetzt umziehen. Und danach fahren wir nach Felden und gucken mal, was da noch so im Casino, in der Tiefgarage vom Casino rumsteht. Da haben wir nämlich gestern ein paar schicke Autos gesehen. Let's go, cause this is our jam. This is our jam.